Fluggesellschaften nehmen wieder Strecken auf. Emirates zum Beispiel fliegt nach Mexiko. Aber das ist nicht das Besondere, sondern über Barcelona. Das heißt, ihr könntet in Barcelona zusteigen, wenn ihr nach Mexiko wollt. Im Moment eine 777, leider kein 380er. Luxair fliegt von Dubai nach Luxemburg, aber vorher von Luxemburg nach Dubai mit einer 737 ist eine Möglichkeit, um da günstig hinzukommen, vielleicht für euch. Ansonsten, S7 baut das Angebot aus Russland nach Deutschland aus. Singapore Airlines bietet wieder eine First Class ab Singapur nach London und zurück an. Also ihr seht, viele Themen, die wieder kommen, wo man merkt, es geht nach oben. Dann hat die Bundesregierung seit heute, ist es irgendwie in Kraft, seit Mitternacht, das Bundes-Lockdown-Gesetz oder egal wie man es nennt, auf jeden Fall eine Curfew. Für uns als Leisure-Passagiere oder aber wenn ihr beruflich unterwegs seid, ist das ein ganz, ganz großer Unterschied, denn Leisure geht nicht mehr, Freizeit touristisch verboten. Das heißt also, ihr könnt zwischen 10 und 5 Uhr morgens nicht zum Flughafen gehen. Ganz frühe Flüge, ganz späte Flüge könnt ihr nicht erreichen, dafür aber gleich mehr. Ansonsten, der BDL hat da etwas zugesagt. Da werden wir noch drauf eingehen. Ich weiß gar nicht, warum ich da jetzt so viel drauf eingehe. Also, wartet ganz einfach nach dem Intro. Da komme ich mit vielen Themen für euch, was in der letzten Woche passiert ist. Also. Mein Name ist Lars Korsten. Ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte, mehr Status zu bringen. Auch an diesem wunderbaren Samstag, Weekend-Update Nummer 17. Habe ich die Nummer schon gesagt? Nein, es steht ja aber auch in den Headlines oder im Titel. Ja, also wie gesagt, ganz wichtig immer an dieser Stelle, ihr wisst das ja, Daumen hoch, Daumen runter, also Like, Dislike. Wenn ihr das macht, vergesst nicht in der Kommentarspalte einfach zu schreiben, was ihr liked, was ihr nicht liked. Verbessern. Ja, auch zu den Themen könnt ihr natürlich Kommentare da lassen, wenn ihr sagt, hey Lars, da hast du etwas falsch erklärt oder hast das nicht so erklärt, dass ich es verstanden habe. Fragt nach, wie viele es tun. Lass uns in das erste Thema einsteigen. Und das wichtigste Thema ist halt wirklich der Bundeslockdown. Der Bundeslockdown ist halt für uns ein Riesenproblem, weil die ganz frühen Flüge können wir nicht erreichen. Stellt euch vor, ihr habt einen Abflug ab Frankfurt 7 Uhr morgens oder um irgendwo davor. Ich selber, ich fliege ja teilweise in Italien um 6 Uhr. Deshalb betrifft es mich nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin, weil wir das hier Gott sei Dank nicht haben. Aber in Deutschland ist das halt ein Problem. Denn wo der Inzidenzwert auf 7 aneinanderfolgende Tage, aneinanderfolgende, ganz schwieriges Wort, über 100 liegt, ist eine Ausgangssperre. Das heißt also, alles, was darunter fällt mit Tourismus, ist ein Problem. Wer es geschäftlich macht, muss es nachweisen. Und da gab es halt von dem Bundesinnenministerium die Aussage, wer da halt seinen Weg zum Flughafen nicht schafft und touristisch unterwegs ist, sollte besser umbuchen oder umplanen. Aber hey, wir haben die Flüge viele im Voraus gebucht und diese Flüge sind, wenn wir sie jetzt umbuchen, sehr, sehr teuer. Denn die Fluggesellschaften sagen, hey, was ist das unser Problem? Du kannst nach den Regeln umbuchen und dann kostet das Geld. Oder der Flug findet nur einmal pro Tag statt. Und die Fluggesellschaften haben schon verlauten lassen, ja, also wir also wir planen eigentlich gar nichts um. Wir machen das so, wie wir es haben. Thema durch. Eine andere Frage ist zum Beispiel, fliegt ihr irgendwo nach Sao Paulo oder irgendwo in der Welt, wenn der Abflug nach 22 Uhr ist? Dürft ihr euch dann im Flughafen aufhalten? Also alles solche Grenzfragen. Kann dann die Bundespolizei kommen und sagen, hey, du bist nicht zu Hause? Also ein Riesenproblem. Und deshalb schwierig. Also nochmal, deshalb so ist es richtig, der BDL, eine ganz klare Ausnahmeregelung für Flugreisende, weil es einfach so keinen Sinn macht. Natürlich sagt der BDL auch ganz klar, ihr müsst, wenn ihr einen frühen Abflug habt, direkt zum Flughafen oder wenn ihr später Ankunft habt, direkt nach Hause. Also nicht irgendwie Umwege, zack, 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 zack. Also das macht man ganz, ganz klar. Aber diese Flugausgangsregelungssperrung, die für uns damit durch die Hintertür eingeschleust worden ist, ist ein Riesenproblem. Lasst es mich einfach wissen, was ihr dazu denkt. Ich persönlich finde es sehr, sehr speziell, aber die Gerichte werden es ja ein interessanteres und ein spannenderes Thema. Das ist für alle, die so ein bisschen wie ich so ein Aviation-Geek sind, die, wenn sie gefragt werden, hey, was ist der größte Flughafen in der Welt? Mit dem Flugbewegung sagt man Atlanta. Dann sagst du, ah, okay, 17 Jahre lang war Atlanta da ganz klar am Start. Aber die ACI, das ist die Airport Council International, und die haben halt jetzt Zahlen bekannt gegeben. Und man hat halt gesagt,
dass Corona einen riesen Einfluss auf die Bewegung hatte. Und das haben wir natürlich festgestellt, wenn man so einen Flughafen, und ich kann es nur wiederholen, das war Münster, Osnabrück, 42 Passagiere hatte im Februar oder März. Also in einem Monat. Das ist also komplett Banane. Nicht, dass der Flughafen jetzt großartig zählt. No disrespect für meine Freunde, die da abfliegen. Auch Paderborn ist so ein Spezialfall. Aber wenn man sich das anguckt, war wirklich der Flughafen 17, 20, ich glaube so, also wirklich gefühlt Ewigkeit, Atlanta, der Flughafen. Wenn mich bei jemand bei Wer wird der Millionär gefragt hätte oder mich als Telefonjoker, hätte ich immer Atlanta gesagt. Aber es ist nicht der Fall. Atlanta ist abgestürzt auf den zweiten Platz. Und der größte Flughafen der Welt ist quasi nur Nummer zwei. Und der beste und größte ist Guangzhou Baiyun in China. Die haben über 43 Millionen gehabt, Passagiere. Atlanta hatte nur 42 Millionen. Also das ist doch etwas, was spannend ist. Heißt aber trotzdem noch immer ein Rückgang um 40,4%. Dann der Chengdu Chongliu Airport. Ihr merkt, es ist chinesisch. Also nicht der Name, sondern China. Oder die Tabelle ist chinesisch belastet. Weil in China ist es relativ normal, wieder zu fliegen, weil China ist offen. Und die haben jetzt letztes Jahr den Platz 24 gehabt, jetzt den Platz 3. Dallas-Fort Worth ist schon 2019 in den Top 10 gewesen und hat sich von Platz 10 auf Rang 4 hochgearbeitet. Und da waren es nur noch die Hälfte der Passagiere. Von 75 Millionen sind es nur noch 39 Millionen. Dann Shenzhen Bao, International Airport in China, ist Nummer 5. Nummer 6 ist Beijing. Dann 7 ist Denver. Dann 8 Kunming in China. Und dann Shanghai Hokkaido in China. Auch nochmal Nummer 9 und Nummer 10 ist auch Xiangyang. Schwierig auszusprechen. Hey, verzeiht mir, sorry. Aber das sind alles Themen, Flughäfen, die ich wirklich nie in irgendeiner Art und Weise teilweise gehört habe. Aber nun gut, das nur so als Hinweis. Das heißt also, wenn man sich das anguckt, dass nachdem in 2018 8,8 Milliarden Menschen geflogen sind, steigerte sich die Zahl in 2019 nochmal auf 9,1 Milliarden, was heute habe ich echt ein Problem. Ne? Also darauf muss ich erstmal nochmal die Zunge ein bisschen lösen mit ein bisschen Wasser, schnell aus der Flasche getrunken. Sorry. Also jetzt sollte es flüssiger gehen. 3,5% gestiegen. Und damit waren die zwei Flughäfen von Atlanta und Peking bei über 100 Millionen. Also insofern spannend. Aber warum ist USA und China so stark? Weil in beiden Ländern der Reiseverkehr wieder zugenommen hat. Und das ist halt der Vorteil, wenn man Flächenstaat ist wie China oder aber wie USA, dass man weniger Probleme hat. Wir können nicht nach USA einreisen, aber innerhalb der USA oder innerhalb Chinas kann man halt reisen und da machen die Leute halt sehr, sehr starken Gebrauch. Wenn ihr letzte Woche dabei wart, wo ich euch aus Sao Paulo, aus dem Innenhof, dem Raucherhof, vom Trip Hotel die Nummer 16 gebracht habe, habe ich auch heute wieder eine Auflösung. Zwar hatte ich euch erzählt von der Lufthansa, die die Boeing 747 in Twente in den Niederlanden geparkt hatte und die Probleme für den Flughafen bereitet haben und viele Millionen Schadensersatz nach sich gezogen haben. Die sind vor Gericht gegangen, haben gewonnen und dürfen in der Tat bis Juni 2022 Flugzeuge da parken lassen. Ist für Lufthansa, ist für den Flughafen natürlich ein riesen Erleichterung. Das heißt also, die Flugzeuge bleiben da stehen. Vielleicht gehen sie in die Verschrottung. Ich weiß es nicht, was die Pläne sind. Die anderen sind ja leider in die Verschrottung gegangen. Fluggesellschaften haben auch wieder Flugzeuge geordert und eine davon ist die Delta. Die Delta möchte ich erwähnen, weil sie jetzt wirklich statt der 100 Airbus A321neo 125 bestellt haben. Sie haben nochmal 25 Zuschlag geholt. Ich weiß nicht, ob das jetzt preislich auch so lukrativ war, aber da war ja auch das Gespräch, ob sie zu Boeing überwandern und diese Bestellung bei Boeing weiter fortführen. Und sie haben sich gegen Boeing entschieden. Southwest hat sich für Boeing entschieden. Ob es der richtige Weg war, weiß man nicht genau, weil es gibt bei der 737 MAX leider wieder Probleme mit der Verkabelung. Also insofern, da muss man einfach gucken. Und das erste Exemplar soll schon in 2022 übernommen werden. Also insofern ein Sieg für Airbus an dieser Stelle, nachdem es ein Verlust war von 100 Flugzeugen und 155 Flugzeugen als Option bei Boeing. Aber hey, 24 Millionen Dollar, da hat
Jungs, jetzt denke ich mal mehr arbeitsgetrieben. Das heißt also, dass man den Job bekommt, aber nicht der Profit. Also schauen wir einfach mal nach. Nichtsdestotrotz eine Riesenbestellung. Also insofern Arbeitsplatz sichern, super, finde ich. Eine Nachricht, die Airbus jetzt nicht ganz so prickelig findet. Und zwar ist das so, Jets der A320er Serie, also A318, 19, 20 und 21er, haben ein Problem mit der Treibstoffpumpe. Diese Treibstoffpumpe kann, glaube ich, überhitzen und damit dann Feuer fangen. Und deshalb muss sie relativ schnell ausgetauscht werden. Deshalb gibt es eine sogenannte EAD, eine Emergency Airworthiness Directive. Das ist das, was die EASA oder die FAA oder eine andere Aufsichtsbehörde einfach erlässt, damit das die Fluggesellschaft ja keinen Spaß dran hat, mit dem Flugzeug zu fliegen, in Anführungsstrichen, beziehungsweise dass sie es gar nicht dürfen, weil das Flugzeug nicht mehr sicher ist in ihren Augen. Hier heißt es ganz einfach, dass innerhalb von 10 Tagen der Austausch stattfinden muss für alle Flugzeuge, die nach dem 30. Juni 2015 gebaut worden sind oder die vorher gebaut worden sind und eine Ersatzpumpe bekommen haben, die aus diesem neuen Batch oder aus dieser neuen Geschichte ist. Und damit die das auch noch schneller machen, heißt das wirklich 10 Tage, 50 Flugzyklen maximal. Und es dürfen keine anderen Wartungsarbeiten stattfinden, bei denen die entsprechenden Teile zum Einsatz kommen, logischerweise. Also insofern eine gute Geschichte für unsere Sicherheit. Aber nochmal für euch, das passiert ganz normalerweise so etwas. Das gab es beim 350er zum Beispiel auch schon. Da war es eine Pumpe für die Hydraulik, wenn ich richtig rekapituliere. Also insofern, das Baby neben mir hat da das schon erlebt. Wir haben sie übrigens hier auch schon direkt ausgetauscht. Also alles safe hier bei mir. Als nächstes Thema natürlich, da habe ich schon euch im Intro das erzählt, ist Luxair. Die fliegen im Winter wieder nach Dubai. Und das war eher so eine Geschichte, die man gemacht hat, so als als out of the box oder etwas, wo man sagte, hey, das probieren wir mal aus, besser als nichts. Wir wissen gar nicht, was wir tun sollen. Haben das gemacht und haben dann im Frühjahr die Karnevalsferien genutzt, um diese Flüge in die Emirate anzunehmen. Und es wurde so gut angenommen, dass man das jetzt wieder anbieten möchte. Und deshalb fliegt die Luxemburg oder Luxair von Luxemburg nach Dubai mit der LG9001 montags und donnerstags und fliegt zurück mit der LG9002 dienstags und freitags. Und jetzt kommt für euch das Spannendste. In der Economy Class könnt ihr für 20.000 Meilen plus 8,63 Euro Zuzahlung, lasst euch das auf der Zunge zergehen, 8,63 Euro könnt ihr das fliegen. Und der Preis ist spektakulär. Und in der Business Class sind es auch wieder 8,63 Euro, aber 35.000 Meilen. Und da könnt ihr einfach mal schauen. Damit ist das halt wirklich eine Surprise, ein billiger Preis. Also insofern, Schlag dazu, wer nach Dubai will, mehr Meilen hat. Ich kann es nur empfehlen. Flugzeug ist, und das ist die Warnung, eine 737-700 bzw. 800. Aber es ist eine reine Economy-Class-Bestellung. Das heißt also, es ist das Kont-Produkt. So wie ihr es kennt, in der Business-Class hättet ihr den freien Sitzplatz, ein bisschen besseres Essen. Also insofern das nur als Hinweis. Und spannende Geschichte. Also, wer es machen möchte, sollte es tun. Von Deutschland ist Luxemburg auch schnell, relativ schnell zu erreichen. Ein Kumpel von mir, der wohnt irgendwie in der Nähe von Koblenz, der sagte, boah, ich fahre nach Luxemburg nur eine Stunde. Muss ich mir mal überlegen, ob ich das mache. Also, bucht schnell, guckt schnell, das geht wunderbar. Etihad sortiert alle ihre 777-300ER aus, also die Extended Range. Warum? Ganz einfach, weil man sich als Boutique-Airline verstehen möchte und da die 350er und die 787er benutzen möchte. Man hatte ja vorher quasi ein Portfolio von Flugzeugen, was wie so ein Gemischtwarenhandel war. Und hat da dann halt festgestellt, hey, das ist vielleicht alles nicht so nachhaltig. Deshalb werden wir die Flugzeuge alle loswerden. Selbst der 380er ist Langzeit geparkt. Man hat da sich noch nicht ganz zu durchgerungen zu sagen, die ist tot. Aber ehrlicherweise, ich glaube nicht, dass der 380er hinzukommt. Und man hat also wirklich das vor, dass man diese Flugzeuge nur noch bis zum Ende des Jahres betreiben will, die 777-300ER und dann exklusiv auf die 350 der Tausender-Serie sogar gehen will, also auf die langen, etwas größer als er hier,
700. Und die 787, das heißt also 30 787-9er und nochmal 10ern davon zusätzlich, 9 Stück. Und 5 Stück sind von den 350er da. Weitere 15 der 350.000er sind bestellt oder werden noch erwartet. Wenn es um die 777X geht, ist man so ein bisschen vorsichtig optimistisch. Und man kann den eventuell noch stornieren. Also diese Order, da kann noch ein bisschen Musik drin sein. Vielleicht bestellt man 787er im Austausch. Was für uns allerdings ein Hinweis ist, ist, die 777 haben ja eine First Class. Ich bin mit der nach Osaka geflogen, bin nach Peking, glaube ich, mit denen auch geflogen und nach Abu Dhabi von Asien aus wieder zurück, auch Indien und so weiter geflogen. Die First Class war schon ein bisschen abgehuddelt, muss man der Ehrlichkeit halber sagen, ist also nicht so auf dem neuesten Stand wie die First Apartments in den 380ern oder 787ern, muss man ganz ehrlich da sagen. Aber was heißt das? Die First Class geht weg, weil es gibt nur noch 5 Flugzeuge, die dann eine First Class haben, die 787er. Und das ist natürlich wieder eine schlechte Nachricht. Ich weiß nicht, ob man dann die neuen Flugzeuge mit einer First weiter ausbaut, weil man ja eine Boutique-Airline sein möchte. Ich persönlich, ich finde Etihad ein bisschen sympathischer vom Interior her, auch vom ganzen Ambiente her, mehr auf Emirati-Style, so wie die Swiss diese Swissness hat. Hat die Emirates, hat die Etihad die Emiratiness, wenn man da so reden kann, und ist mehr mit lokalen Produkten unterwegs. Zum Beispiel hat man Al-Ain-Wasser und so weiter, was ich mal persönlich sehr, sehr gut finde, wenn man lokale Produkte stützt. Aber erzählt mir doch, was ihr von Etihad haltet oder von den ganzen anderen News, die ich euch genannt habe. Auch interessant ist zum Beispiel das Thema, dass man sich bei der Lufthansa mit der Condor geeinigt hat. Heißt also, da ist der Frieden und die Pfeife geraucht und da gibt es dann auch nichts Neues. Allerdings geht die Condor auf die Paketstrecke, das heißt also, man fliegt für DHL weiter, hat da nochmal etwas mehr Revenue genommen. Also insofern auch eine gute Geschichte für die Condor, geht es auf. Und ihr wisst es, wie immer am Schluss gibt es die Inzidenzgebiete bzw. die Risikogebiete des RKI, die ab morgen, dem 25. April, gelten. Und da ist es so, dass es keine neuen Virusvariantengebiete gibt, Gott sei Dank. Neue Hochinzidenzgebiete sind Cabo Verde, Indien, Katar, Oman, Tunesien. Also das ist ein Downfall, ich weiß nicht, also nicht gut. Und auch die Bahamas gelten nun als Risikogebiet, wer dort in Urlaub fliegen wollte, da jetzt etwas aufpassen. Dann von Hochinzidenzgebiet auf Risikogebiet runtergestuft, Albanien und die Republik Moldau sind also wirklich von Hochinzidenz auf runtergestuft worden. Und Risikogebiete, die nicht mehr Risikogebiete sind, sind Teile von Finnland. Ich erspare euch die Provinzen Dominikanische Republik, Antigua und Barbuda, Norwegen mit einigen Provinzen und St. Lucia. Also, das waren wieder die News. Frequent Traveler Weekend Update Nummer 17. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart, dass ich euch die News bringen konnte. Ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Ich werde vielleicht mal zwischendurch noch ein Video von einem meiner Trips nach Sao Paulo euch hier reinwerfen. Oder vielleicht ein Hotel-Review. Oder beides. Also, bleibt gespannt und vergesst nicht, den Subscribe-Button zu drücken, damit ihr immer wieder erinnert werdet, wenn wir online gehen. Und ganz wichtig, Like, Kommentar. Also in dem Sinne, Abonnierbefehl habe ich gemacht. Bis zur nächsten Ausgabe vom Frequent Traveler Weekend Update oder einem unserer. Bis dann. Ciao.